37 zu 43 nach der ersten Hälfte zwischen den Chopsticks Gießen 46ers und den Artland Dragons aus Quakenbrück. Und damit herzlich willkommen zurück live aus der Sporthalle Gießen-Ost. Wir wollen über das Thema Sponsoring sprechen im Sportbereich. Und das machen wir mit einem Unternehmen, das sich wirklich sehr, sehr gut da auskennt. Nämlich mit dem Namenssponsor der Chopsticks Gießen 46ers mit Chopsticks. Und da darf ich bei mir Ingolf Tetz begrüßen, den CEO von Chopsticks. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Simon. Wie hast du es erlebt in der ersten Hälfte aus Sicht von Gießen? Ich würde mal sagen, Licht und Schatten. Es waren sehr, sehr gute Ansätze dabei. Ich glaube, wir entwickeln uns weiter, wenn man letzte Woche oder letztes Wochenende betrachtet. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber die Einstellung stimmt. Wir alle hinterm Ball hinterhergehen. Insofern glaube ich, ich bin frohen Gemutes für die zweite Hälfte. Wenn man den Namen Chopsticks liest, wundern sich vielleicht manche, was ist das denn überhaupt? Erklär mal so ein bisschen. Wir sind eine Jobbörse und eine der, sogar die einzige Jobbörse in Deutschland, die eine Flatrate-Jobbörse ist. Das heißt, man zahlt einen Mitgliedsbeitrag, kann so viele Jobs posten, wie man möchte. Das gibt, glaube ich, den Unternehmen die Möglichkeit, sich als Ganzes darzustellen, was an offenen Stellen da ist. Gerade in Zeiten von mobilen Arbeiten, auch überregional. Wir sind nicht nur hier in der Gegend aktiv, sondern in ganz Deutschland oder im Dachbereich. Und das ist Chopsticks. Warum dann gerade Chopsticks und Basketball? Wie passen das zusammen? Muss ich zugeben, das liegt so ein bisschen an mir. Ich habe zum einen bin ich seit 93 Wahlgießener bzw. Mittelhesse. Inzwischen wohne ich ein bisschen weiter nördlich. Aber ich habe hier in Gießen studiert, bin dadurch hier zum Basketball gekommen, habe ein bisschen Beziehungen von früher zum Basketball, zum VfL Osnabrück, für diejenigen, die es noch ein Begriff ist. Und spiele selber noch Kreisliga-Basketball, bin Assistant Coach in der Bezirksligamannschaft. Also ich bin sehr verbunden mit dem Sport. Und er ist meiner Meinung nach eine der Sportarten, die unheimlich inklusiv ist. Es ist unheimlich diverse, was da auf dem Platz ist. Und es sind eben nicht nur Profis, die danach nie wieder was anderes machen werden, sondern auch Menschen, die an ihre Karriere und ihre Zukunft denken müssen. Jetzt macht ihr das wahrscheinlich nicht nur, weil du Basketball liebst, sondern ihr erhofft euch natürlich auch irgendwas davon. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Was sind denn so Vorteile von Sponsoring? Die Vorteile sind tatsächlich, dass man sich, glaube ich, so ein bisschen aus dem mittlerweile Social Media Match quasi, kann ich es schon fast nennen, abheben kann. Es ist ein konkreter Anlass, man hat einen lokalen Bezug. Man ist aber gerade im Profisport, in Bundesligen auch national unterwegs. Der Name kann national nach vorne getragen werden. Und ich glaube, jeder assoziiert mit Sport was Positives. Denn ich glaube, im Sport im Gegensatz zur Ökonomie funktioniert Trickle-Down ganz gut. Vom Profisport runter in den Breitensport. Und deswegen kann ich jeden nur ermutigen, in Sponsoring einzusteigen. Ist, glaube ich, eine der besten Art und Weisen, Namen und Unternehmen bekannt zu machen. Ihr hattet neulich auch Louis Figge und Jordan Barnes zu Gast. Vielleicht kannst du dazu kurz noch was zu erzählen. Warum und was habt ihr da gemacht? Da haben wir Videos gedreht, weil wir genau dieses Thema ein bisschen ausarbeiten wollen. Was passiert mit der Karriere? Wie plant man eine Karriere? Weil es eben nicht nur den Leistungssport gibt und gerade hier im Basketball und jetzt auch natürlich hier in der zweiten Liga muss man auch daran denken, was kommt danach? Was hat man da so für Gedanken? Und das sind interessante Geschichten und Stories, die wir gerne mit unseren Usern, Kandidaten teilen möchten. Das kommt demnächst auf YouTube, richtig? Das kommt nicht auf YouTube, genau. Sie haben schon ein paar Ausschnitte gesehen heute in den Timeouts. Das heißt, jetzt schon mal den Kanal von Chopsticks abonnieren auf YouTube und dann auf jeden Fall die Interviews von Louis und von Jordan verfolgen. Die werden da dann demnächst hochgeladen. Ich sage vielen Dank an dich, Ingolf. Weiterhin Danke viel auch. Spaß beim Spiel und vielen Dank, dass ihr euch mit so engagiert hier bei den Chopsticks Gießen 46ers. Danke. Wir sind gleich zurück mit der zweiten Hälfte live aus der Sporthalle Gießen-Ost zwischen den Chopsticks Gießen 46ers und den Artland Dragons aus Quakenbrück. Bis gleich. Als der Traum wahr geworden ist, habe ich trotzdem nicht aufgehört damit, sondern wollte immer noch besser werden.